das 7 Dinge pro Tag. Jeden Abend 7 Sachen aufschreiben, die am Tag gut waren. Ich kann Baupläne lesen, ich kann Dachdecken fließen, die in Heizung abdichten. Und trotzdem hängst du 24-7 an der Bushaltestelle ab. Wir sitzen hier rum, puppen durch den Lattenrost und haben raunte klockgroße Fresse, ey. Du, als nüchterner, ausstudierter Ingenieurswesen im Tagebau. Du siehst aus wie so ein scheiß Feldherr da oben auf dem Schaufelradbagger. Ich hab ein Spiel einstecken, weil der Bus kommt. Ey, nee, nicht wegen Bus, sondern wegen der Busfahrerin. Wie die Sonne in ihr Gesicht so, wie sich der Zigarettenrauch so über ihrem Kopf. Das ist Raphael. Das sind die alten Meister. Hier habt ihr 5 Sekunden. Vielleicht fand sie es sehr gut und lächelt. Vergiss es. Sie wird uns für besoffene Penner, bestenfalls für schwul und durchgeknallt. Abwarten. Ich denke, dass einfach mal einer von uns Rebede Glück haben sollte. Das ist jetzt mal dran. Dass einer von uns mal einen Treffer landet im allgemeinen Schiffe versenken. Ey, wenn ich am Drücker wäre, wird die Busse... Ja, ist ja gut, Ralle, ist ja gut. Gib mir ein Amt, auf das ich mal stützen kann und heute hebe ich Brandenburg aus der Angel, morgen die ganze Welt. Ralle, bitte. Ich brauch nur die Chance. Chance? Ja, hast du.